Philipp, was ist hier bei den Online-Marketing-Rockstars die größte Überraschung für dich gewesen? Also ich muss sagen, ich war heute echt sehr überrascht von Snapchat. Snapchat war heute erstaunlich offen mit ihren Zahlen, haben ganz viel erzählt und sehr spannend. Die Plattform, wo man sonst immer sagt, das ist die Plattform der Kids, der Teens, ist gar nicht so jung. Also so Hauptnutzer mit knappen 50%, 18 bis 25 Jahre alt. Das ist eigentlich für wesentlich mehr Kunden interessant, als man vorher vielleicht dachte irgendwie. Achtung, Stufe. Was tut sich denn dabei Snapchat? Bislang denkt man ja eher an den Screen auf dem Smartphone. Ja, richtig. Also Snapchat bietet wahnsinnig viel an, haben schon mit ihren Lenses und so weiter ganz viel gemacht. Aber das große Ding, was eigentlich kommt, ist Snapchat in Kombination mit AR und VR. Also da lässt sich wahnsinnig viel mit spielen. Eigentlich auch das Display nach hinten raus viel stärker nutzen, als das bisher der Fall war. Und das macht Snapchat natürlich nochmal extrem spannend. Sehr viele Marken, für die das durchaus Sinn machen würde, sind ja noch gar nicht auf Snapchat. Wie nähert man sich dem Thema an? Also es ist tatsächlich so, dass es muss jetzt nicht irgendwie gleich der eigene Account sein, der mit der totalen, mit dem Leitgedanken da voll durchdacht umgesetzt wird, sondern es gibt die Influencer, die man dort nutzen kann und auf deren Kanälen erstmal stattzufinden, das ist schon mal ein Riesenschritt. Gleichzeitig dann auch zu verstehen, wie funktioniert Snapchat und dass es um Spaß vor allem geht, das ist das Wichtigste, dann kann man da, glaube ich, ganz gute erste Schritte machen und dann immer weitermachen.